Hey Leute und willkommen bei mir und Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr den Kyokugoni-Schrein ganz einfach in Zelda Tears of the Kingdom inklusive aller Truhen abschließen könnt. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wie ihr jeden Schrein in Zelda Tears of the Kingdom finden und freischalten könnt, falls erforderlich. Und wie ihr jeden Schrein zu 100% inklusive aller Truhen abschließen könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit dem Kyokugoni-Schrein. Ihr findet den Schrein in der Ebene von Hyrule, in der Höhle am vergessenen Plateau. Damit ihr den Schrein überhaupt erreichen könnt, verwendet diesen Höhleneingang am vergessenen Plateau. Hier unten habt ihr dann auch gleich den Höhleneingang. Um die Höhle nun betreten zu können, müsst ihr hier auch mal wieder diese bröckligen Felsen entfernen. Ich würde euch auch hier wieder mal empfehlen, verwendet ein Schild mit einer Kanone und sprengt die ganzen Felsen einfach aus dem Weg. Habt ihr die ganzen Felsen aus dem Weg gesprengt, dann habt ihr hier drin einige Gegner, die ihr am besten besiegen solltet. Verwendet hier am besten auch wieder euer Kanonenschild, so könnt ihr die Gegner ganz einfach von der Decke runter sprengen und dann könnt ihr sie mit eurem Schwert noch kurz bearbeiten und das war's dann auch schon. Hier unten geht es dann auch direkt ohne Gegner weiter. Diese Felsen lassen sich aber wirklich nur schwer wegsprengen, das dauert einige Zeit, deswegen auch die Empfehlung mit dem Besiegen der Monster. Und damit wäre der Weg zum Schrein auch schon offen. Und damit startet der Schrein Himmel und Erde. In diesem Schrein müssen wir ein spezielles Rätsel mit Kugeln lösen, um diesen Schrein erfolgreich abzuschließen. Lauft hier erstmal die Treppe bis ganz nach oben. Hier in diesem größeren Raum habt ihr nun mehrere Kugeln und sehr viele dieser Mulden. Und die Kugeln müssen nun in die richtigen Mulden hinein platziert werden. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, welche Mulden müssen denn damit nun gefüllt werden? Das werde ich euch jetzt auch direkt zeigen. Ich zeige euch aber auch gleich die Lösung und zwar: dreht euch einfach mal nach oben, denn hier oben seht ihr auch bereits schon die Lösung und zwar diese vier Mulden direkt, die ihr hier oben seht, direkt darunter, die müssen gefüllt werden. Und genau das machen wir jetzt auch. Das bedeutet, wir holen uns hier gleich mal die erste Kugel und die erste Mulde befindet sich hier oben und zwar direkt diese und in der müsst ihr nun eine Kugel platzieren. Nun schnappen wir uns direkt die nächste Kugel und diese müssen wir, soweit ich weiß, genau einmal hier platzieren. Direkt unterhalb. Auf der anderen Seite haben wir dann zwei weiteren Kugeln. Auch da schnappen wir uns die nächste Kugel und zwar muss diese Kugel ganz nach oben und zwar hierhin. Das ist dann Nummer 3. Und dann holen wir uns noch die vierte und die letzte Kugel und die muss hier einmal nach unten. Und habt ihr dann alle vier Kugeln korrekt platziert, öffnet sich auch bereits das Tor zum Ende des Schreins. Fertig sind wir aber noch nicht, denn wir können zwar das Ende des Schreins erreichen,
Die Truhe, die fehlt uns aber bis jetzt weiterhin. Lauft hier aber erstmal durch dieses Tor, denn hier hinten geht es weiter. Und zwar hier rechts befindet sich dann auch schon die Truhe und eine weitere Kugel. Wenn ihr euch jetzt hier einmal nach links dreht, dann seht ihr auch direkt, wo ihr diese Kugel platzieren müsst. Und zwar hier. Nur befindet sich hier überhaupt nichts. Das ist gar kein Problem. Verwendet hier einfach eure Ultrahand und schon wird die spezielle Bodenplatte, die ihr hier nun entfernen müsst, markiert. Und darunter habt ihr auch schon die Mulde für die Kugel. Das bedeutet, ihr schnappt euch hier ganz einfach diese Kugeln und tragt diese nun einmal hier in die Mulde hinein. Und drin. Und damit öffnet sich das Tor zur Truhe. In der Truhe erhalten wir einmal Maxi-Medizin. Damit wäre diese Truhe auch schon abgeschlossen und damit wäre dieser Schrein ebenfalls komplett abgeschlossen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchem Schrein ich im nächsten Video weitermachen soll. Ihr könnt mir auch einfach die exakten Koordinaten des Schreins in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst eine Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein! Thank you.